Im syrisch-palästinensischen Raum etablierte sich die Familie der Umayyaden, die in Damaskus ihre Hauptstadt hatte und mit Uthman den dritten Kalifen stellten. Besonders wichtig ist hier, dass es eine christliche Oberschicht am Hof gab. Unter ihrem Kalifat, das Familienmitglieder von 661 bis 750 innehatten, geschah eine Münzreform sowie die Durchsetzung von Arabisch als neuer Verkehrs- und Amtssprache anstatt Griechisch. Nach dem Kalifat des Ali, der mit Mohammeds Tochter Fatima verheiratet war, wurde das Kalifenamt in der Dynastie der Umayyaden erblich. Die ersten vier Kalifen werden auch als rechtgeleitete Kalifen bezeichnet. Die Umayyaden waren große Bauherren und errichteten drei wichtige Bauwerke am Areal des zerstörten Tempels in Jerusalem. Die Stadt hat seit medinischer Zeit Mohammeds und den Versuch, die Juden für die neue Religion zu begeistern, einen besonderen Stellenwert. Der Standort des Felsendoms hat eine besondere Bedeutung. Dort soll nach jüdischer Tradition auf einem Felsen die Welt gegründet worden sein. Sie sollte eben dort auch zu Ende gehen. Dort stand auch der Tempel mit der Bundeslade. Nach islamischer Tradition soll eben dort Mohammed in den Himmel aufgefahren sein. Die Bauarbeiten zum Felsendom dauerten bis 691. Der Bau zeichnet sich durch eine große, ursprünglich hölzerne Kuppel aus und ist reich mit Mosaiken floralen Inhalts geschmückt. Der Felsendom ist keine Moschee, er gilt als ein Schrein. Ebenfalls aus dieser Zeit stammt gleich daneben die Al-Aqsa-Moschee auf dem Gelände des ehemaligen Tempels in Jerusalem. Ein Vorgängerbau war auch eine christliche Kirche und eine hölzerne Moschee. Die Al-Aqsa-Moschee ist der ausgedehnteste Komplex auf dem Tempelplatz und die drittwichtigste Moschee des Islam nach jener in Mekka und Medina. Der dritte Bau ist schließlich der Kettendom in unmittelbarer Nähe zum Felsendom. Dabei handelt es sich um einen offenen Kuppelbau, der wohl eine Gerichtsfunktion hatte. Trotz dieser islamischen Gotteshäuser an prominenter Stelle sollte eines nicht vergessen werden. Jerusalem ist im Frühmittelalter vor allem eine christlich geprägte Stadt. Das ist dem oströmisch-byzantinischen Erbe zu verdanken. Noch im 10. Jahrhundert gab es 81 christliche Einrichtungen, davon 20 innerhalb des Mauerrings. Auch in der neuen Hauptstadt Damaskus wurde gebaut. Die Basilika Johannes des Täufers, deren Außenmauern jene eines antiken Tempels sind, wurde in eine Moschee, die Umayyaden-Moschee, umgewandelt. Mitten in der Gebetshalle befindet sich ein Schrein, in dem das Haupt Johannes des Täufers von Christen und Muslimen verehrt wird. Nach einem Umsturz 750 wurde die umayyadischen Familienmitglieder weitgehend ermordet. Mitbeteiligt waren Schiiten. Nach einer abenteuerlichen Flucht gelang es schließlich Abd ar-Rahman I. in Spanien ein Emirat zu gründen, das 929 zum Kalifat von Córdoba wurde. Die Familie herrschte bis Mitte des 11. Jahrhunderts auf der iberischen Halbinsel.